bin heute, ich muss vorwarnen. Du musst wirklich vorwarnen. Ich bin heute nicht gut drauf. Vielleicht sage ich, warum ich nicht gut drauf bin. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall, damit dieselbe Energie hier ist, kommen wir mal zu den Fragen. Frage, Antwort. Erstmal danke von meiner Seite aus für Best of Carporn, dass euch das so gefallen hat. Aber ich denke auch Jonas sagt danke. Danke sehr. Danke. Thank you well. Thank you well. Kommen wir mal zu den letzten Fragen. Das Problem ist, ich sehe immer so viele geile Fragen von euch und dann finde ich die nie wieder. Wir müssen mal wieder so einen Post machen, wo ihr die Fragen dann gebündelt reinmachen könnt, weil sonst suche ich mir hier einen Schimpansen in die Tasche, ey. Eigentlich fragt ihr unter allem was. Also Cappies, rein theoretisch 14 Tage? Rein theoretisch 14 Tage und ich kann euch eins versichern. Es kommen eine Menge Cappies, aber wenn ihr so eine wollt, das ist jetzt von mir, ich komme von mir so einem QVC-Sender, ja? Also wenn ihr eine Mütze wollt, dann würde ich euch tunlichst empfehlen, die ganz schnell zu bestellen. Und wenn sie jetzt bestellen, kriegen sie noch ein Messerset dazu. Ist es nicht so, John? Wie heißt denn mal John, ne? Auf jeden Fall, wir suchen mal weiter im Text. Let's go. Hey. Hab ich. 512 Fragen. Ah, yo, 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 yo. Einer hat geschrieben, ich glaube, das Bild sagt alles. Ich finde, die Videos sind nicht mehr die gleichen wie vor einem Jahr. Ist ja alles schön und gut, dass du jetzt Frage-Antwort-Videos machst oder die Aktion mit dem Rollstuhl. Aber du hast einmal die richtig fetten Tuning angefangen. Und ich meine nur Tuning. Und jetzt ist es mehr als Unterhaltungskanal. Schöne Grüße aus der Schweiz. Ja, das ist richtig, dass momentan so eine leichte Mischung kommt. Liegt aber auch wirklich, wirklich stark daran, kann der Vogel mal die Fresse halten. Liegt aber auch ganz stark daran, dass wir halt momentan kein Firmengebäude haben, nicht in einem Jahr, sondern erst so 3 Monate jetzt ungefähr, 2,5 Monate, 3 Monate. Und dadurch können wir relativ wenig wirklich bauen. Das ist der Grund, warum das momentan nicht so ein bisschen wechselt. Und dazu kommt, die Menge an Tuning-Videos, die wir vorher gemacht haben, die haben wir immer noch mit diesen Projekten. Es mischen sich nur noch mehr Videos dazu, die so ein bisschen was zu lachen haben nebenbei. Und ich bin der Meinung, der Schlüssel zum Glück im Leben ist Lachen. Lachen, lachen, lachen. Aber wir kommen vielleicht, wenn meine Laune es erlaubt, zum Ende des Videos noch auf einen Punkt zu sprechen, der mir persönlich wichtig ist, weil ich habe ja mal gefragt, ob es okay ist, dass ich persönliche Sachen sage. Jetzt ist wieder kein Tuning-Projekt. Aber Freitags-Frage-Antwort-Videos hat ja meiner Meinung nach eh die Narrenfreiheit. Da quatschen wir einfach. Ja, auf jeden Fall, die Tuning-Projekte kommen bombastisch wieder, wenn dieses Gebäude steht. Das Gebäude steht auch schon. Aber wenn wir komplett eingerichtet sind, dann kommen die alle wieder. Und ich kann euch sagen, zu 100.000%ig, weil wir nämlich alle Teile schon da haben. Das ist eigentlich alles da und wir dürfen an den Autos noch nicht beginnen. Das ist mega eklig, weil wir das halt nicht dementsprechend dokumentieren wollen, wie moi will. Ey! Er macht sich lustig über mich, glaube ich. Hast du die Typen gehört? Geschrien, der Idiot! Ich wäre definitiv für ein Making-of-Video. Jonas macht einen genialen Job und ich würde gern mehr davon sehen. Aber wie sollen wir das machen? Ich kann euch sagen, wenn ich ihn filme, während er schneidet, sagt ihr euch... Das ist aber langweilig. Und vor allen Dingen, der düst so dermaßen über die Tastatur. Lass uns eine Idee einfallen lassen, wie wir das vielleicht machen, über die Idee manchmal, wie man das findet. Wo das gemacht wird und wie und welcher Stil und welche Musik und das muss drücken. Und schieben. Und schieben. Aber drücken und schieben ist nicht gleich, finde ich. Nee. Drücken ist das Lied von dem R8, das drückt. I was promised grapes on my arrival back. Aber schieben tut Ferrari aus dem Best-of. Weil schieben ist, dass es sich zum Bewegen macht. Und drücken ist, dass du so deine Gangster-Moves machst. Wenn das so... Das ist das Drücken. Und schieben ist, dass du denkst, Alter, das geht ab. Ihr versteht, was ich meine. Das sind Unterschiede. Ja, zwischen Drücken und Schieben, ja, das ist große Unterschiede. Hey JP, wie wäre es denn, wenn du alle Tuning-Teile, die du mal über... die über sind oder nicht mehr gebraucht werden, an den Fiat Multipla ranhaust. Ihr wisst gar nicht, was Fiat Multipla mäßig bei uns hier los ist. Wir planen da was, was ganz Großes. Und wer da nicht lacht und wer da nicht denkt, ich spinne, der spinnt selbst. Weißt du das eigentlich schon, die Idee, die wir haben? Nein? Nein. Okay, muss er jetzt nicht reinstimmen werden. Wir reden jetzt eben über das, was jetzt kommt. Wir machen jetzt einen Schnitt, warte.
Also wir haben zu früh wieder reingeschnitten. Ich habe gerade noch gelacht und so. Das ist unfair. Also es ist sehr lustig. Ein Video, in dem du deinen Mitarbeiterknecht vorstellst, wäre mal was. Ja, den GTR würde ich nicht umfolieren, sondern eventuell einen Whitebody anbauen. Momentan fahre ich einen Civic EG3 als Daily Vergaser. Oh, haben immer noch den besten Witzinger-Sound. Bis hoffentlich nächstes Jahr der GTR wieder fährt. R33 GTR mit Rotor. Fett. Zu der Multipla-Scheiße, ne? Kauf dir einen Multipla, hol dir auf eBay einen alten Motor aus, eine S-Klasse oder ein S8, bau den in den Farben 100 km/h vor der linken Spur auf der Autobahn. Aber 100 km/h schafft ein Multipla auch so. Ich brauche Fragen, Alter. Ich drehe mal so durch auf den Multipla. Ich werde euch das Multipla-Gemache sowas von austreiben. Wenn das Video gelaufen ist, den Multipla, das Ende, das letzte Video von dem Multipla, dann werden alle Multiplas vor Angst selber in die Schrottpresse fahren. So, wir suchen jetzt mal in dem Bereich Beiträge auf der Seite. Ich mag diesen Bereich sehr gerne. Und zwar, kennst du Prior Design? Finde deren Whitebody Kit sehr gelungen. Ich kenne Prior Design, aber ich finde Prior Design teilweise ein bisschen dolle. Jetzt Liberty ist natürlich jetzt eine andere Sache, aber ich finde Liberty schon formschöner als Prior, muss ich ehrlich sagen. Prior finde ich teilweise ein bisschen doll, aber ist trotzdem okay, auf jeden Fall. Guten Abend, lieber Jean-Pierre. Hab gerade bei Sid gelesen, dass sich überlegt, Modell aus dem Online-Shop zu verkaufen. Und dort bist du mir sofort in den Kopf gekommen. Es wäre doch verdammt cool, deine Autos wie den M4, GTR oder GTI für die Ewigkeit zu haben. Modellautos, ja. Mach eins. Ich privat finde das auch geil, kleine Autos, auf jeden Fall. Ihr merkt, ich bin wirklich nicht gut drauf, aber wir kommen gleich drauf zu sprechen, wie gesagt. Hi JP, ich bin auf der Suche nach einem 350er Cabrio, kannst du ein paar Tipps geben? Auf was muss ich achten? Das wäre echt nice. Also beim 350Z gibt es einmal zu beachten, Ölverbrauch. Ölverbrauch ist natürlich bei der Probefahrt relativ schwer zu merken, ob er der Öl verbraucht. Aber von Haus aus würde ich dir immer empfehlen, einen 313 PS Motor zu kaufen, also einen Zweidrosselklappenmotor. Nicht einen 280 PS, nicht einen 301er PS. Die Unterschiede sind wie folgt: der 280 PS hat nur die Nockenwellenverstellung auf der Einlassseite, der 301 PS hat Nockenwellenverstellung auf Einlass- und Auslassseite und der 313 PS hat Nockenwellenverstellung auf Einlass, Auslass und Zweidrosselklappen. Und das ist schon ein cooler Motor, kann man schon nicht anders sagen. Oh, jetzt bin ich bei WhatsApp gelandet, das ist falsch. Aber wir haben noch ein paar andere Themen. Es gibt eine kleine Überraschung. Weißt du was, wir machen es heute ein bisschen anders. Ihr müsst mir das verzeihen, weil ich bin wirklich nicht so super gut drauf. Habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, aber ich bin es halt wirklich nicht. Und mir ist halt unangenehm, weil ich weiß, ihr habt Spaß. Ich habe ja selber mega Spaß an den Fragen. Einfach wie es am Freitag immer. Wir machen es jetzt anders. Wir haben eine Entschädigung. Und dann kommen wir vielleicht auf den Grund zu sprechen, warum es so ist. Die Entschädigung ist wie folgt. Heute um 18 Uhr geht der neue Channel online. In diesem Channel kriegt ihr alle Lieder, die in den Videos sind, nach und nach zum Gucken und Hören. Das heißt, es gibt keinen Grund mehr zu fragen, es gibt kein, wie heißt das Lied, sondern ihr geht einfach auf den anderen Channel, den könnt ihr ja auch abonnieren oder auch nicht. Ich will nie euch zwingen, irgendwas zu tun. Ja? Such ihn jedes Mal neu, den Channel. Hä? Du Blitzmerker. Vielleicht gibt es ja auch kleine Sneak-Previews manchmal so mit Musik, dass das Lied nämlich erst kommt und dann das Auto dazu. Also so einen Channel, wo einfach nur Mucke ist, das haben wir extra gemacht, weil wir wollten nicht die Autos stören, die sich nämlich nur für die Autos interessieren, auch für die Technik interessieren. Deswegen gibt es einen zweiten, auf dem könnt ihr quasi euch die Musik immer einzeln holen. Und ihr findet es auch ganz leicht, indem ihr nämlich einfach den Namen von dem Auto eingibt in diesem, ne? Und dann findet ihr das Lied nämlich passend zu dem Auto. Das ist ein Service von uns an euch. Für euch. Ab und zu, ne, gibt es vielleicht noch einen kleinen Extra-Bonus und der Jonas macht ein paar Mixes dazu. Immer mit Jonas nicht über sowas reden, ne? Auch du hast immer so. Und dann so. Ich liebe Jonas schon. Sehr. Muss ich mal auch loswerden. Wirklich? Ja, wirklich. Wirklich? Wirklich. Ja, auf jeden Fall, das ist unser Geschenk. Einmal so eine Geschenkbanderole hier oben so. Haben wir genug Platz für unseren Kopf? Nee, ne? Nein. Aber wir haben lange genug gewartet. Dann kommen die Käppis bald und neue Klamotten kommen. Die werden auch mega geil. Hier auch sowas hier. Wird alles cool. Also ihr könnt viel Spaß haben. Es gibt wirklich lustige Sachen, die jetzt demnächst kommen. Und jetzt kommen wir zu einem Thema. Das ist andersrum. Wenn ihr nur an Autos interessiert seid und euch sonst das hier nur interessiert, dann auf jeden Fall jetzt das Video ausmachen. Weil ich möchte nicht euer Datenvolumen oder irgendwas aufbrauchen oder sowas. Das ist jetzt, was ich jetzt erzähle, ist halt wirklich nur privat, sonst nichts. Hier hat ein Junge angerufen vor ein paar Tagen, ja, anderthalb Wochen. Und er meinte, dass er bald stirbt. Zeitraum möchte ich nicht sagen, aber sehr bald. Und er meinte,
dass die Videos ihm sehr, sehr viel gegeben haben und er möchte sich bedanken, dass ihm das Leben oder das Sterben leichter macht. Und dann habe ich mich da gemeldet, habe ihn angerufen und habe mit ihm gequatscht und habe mich wirklich sehr, sehr gut mit ihm verstanden. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was schon, Pierre, du fährst die 300 Kilometer dahin und lernst ihn kennen. Und ich war gestern dort bei ihm und es war sehr extrem. Der junge Mann ist 24 Jahre alt und mag Autos gerne, so wie ihr. Wie gesagt, das hat nichts damit zu tun. Es ist ein sehr, sehr intelligenter Mann, muss ich wirklich sagen, mit 24. Und was er mir gesagt hat, will ich einfach euch weitergeben. Der Punkt ist der, wir unterschätzen und vergessen zu viel, was wir haben. Ich weiß, ihr wisst das. Das sagt man sich immer. Nur ich habe es gestern nochmal von der anderen Seite kennengelernt, weil es gibt nochmal eine Steigerung. Wenn jemand vor dir sitzt und stirbt in den nächsten paar Wochen, dann fühlt sich das anders an. Weil wenn er dir sagt, tu wirklich das, was du willst, lebe für das, was du möchtest, dann ist das wirklich eine andere Bedeutung. Also ich gebe euch jetzt wirklich nur 1% wieder von der Intensität von diesem Gespräch. Ich möchte euch nur ermutigen, weil ihr oft ja fragt, ob ja, wie bis dazu kommen und sowas, versucht wirklich das Beste aus jedem Tag, den ihr habt, zu machen. Wenn ihr meint, dass ihr beruflich das und das machen wollt, dann tut das. Wenn ihr meint, ihr wollt den anderen provozieren oder ärgern, dann tut das auch. Aber versucht wirklich, euch immer sehr, sehr treu zu bleiben. Das ist das Einzige, worum es geht. Dass ihr jeden Tag so nutzt, wie ihr meint, dass es vorbestimmt war. Und eine Sache erinnere ich mich gerade dran, was er meinte. Und zwar meinte er, ja Jean-Pierre, dann habe ich das Video gesehen, wo Jonas und du nach New York geflogen seid. Das war für mich so, als ob ich mitgekommen. Also der junge Mann kann sich gar nicht mehr bewegen. Also ich möchte auch jetzt hier nicht sagen, was zu intim ist, was er für Krankheiten, er hat mehrere Krankheiten leider und es ist sehr, sehr schlimm. Und er kann auch sich nicht mehr bewegen und sein Körper verlässt ihn halt einfach. Und sein Hirn ist halt voll da. Und dann meinte er, ja, ich war mit euch in New York. Es fühlte sich an, als ob ich mit dabei war. Und er war auch nicht so ein Fanboy oder irgendwas, der total durchrieb, sondern wirklich ein normaler, straighter Typ. Also wirklich, totaler, straighter Typ. Und dann meinte er, das war total toll, dass ich dabei war. Und dann habe ich ihn gefragt, das war am Telefon, bevor ich dann da war. Und, was hast du noch so geguckt? Danach nichts mehr. Jetzt bin ich blind. Das muss man sich mal überlegen. Wir nehmen alles selbstverständlich. Wir können sehen, machen, tun. Wir machen uns Gedanken über, was ein Auto wir uns holen. Das ist auch okay. Und das sollt ihr auch weitermachen. Nur ich möchte auf jeden Fall, dass wir alle noch mehr schätzen, was ist. Und dass dieses, oder wenn du das machen willst, kannst du auch gerne haten oder sagen, aber Jean-Pierre, ich finde das nicht so gut. Und Liberty ist ja voll scheiße. Das kann man ja alles machen. Aber denkt einfach mal ein bisschen mehr drüber nach, was Sinn macht und was nicht. Und was gut für einen ist, und was nicht. Und dieses Video widme ich André. Tut mir einen Gefallen. Wirklich, tut mir einen Gefallen. Wir sind ja schon ein paar Jahre Buddies gerade. Ich möchte unter dem Video bitte keinen Kommentar zu dem, was ich gerade gesagt habe, lesen. Keinen. Einfach hinnehmen. Weil was ich nämlich nicht möchte, und da werde ich wirklich stinkig, ist, dass irgendwie der Gedanke aufkommt, oh, Jean-Pierre macht jetzt einen auf Samariter oder einen auf ganz einfühlsam und Tuner mit Herz und so ein Scheiß. Darum geht das hier überhaupt nicht. Deswegen, bitte, respektiert das. Kein Kommentar, kein Kommentar. Was ihr vielleicht machen könnt, ist, wenn ihr versteht, was ich meine, postet einen Punkt. Aber nichts schreiben oder sowas. Nichts. Danke sehr. Also, wenn ihr eine Mütze wollt. Und wenn Sie jetzt bestellen, kriegen Sie noch ein Messerset dazu. Ist es nicht so, John?